Breite oben zu sehen, im blauen Trikot, hier mit Aufschlag. Mal wieder mal was möglich, ich habe es vorher in der Pause schon angesprochen. Er hat auch schon gegen Dmitri Ovtcharov zweimal gewonnen. Das heißt, dann kann man auch nicht gerade der Schlechteste sein. Ja, hatten wir in den ersten beiden Spielen ja auch. Und im Endeffekt hat sich dann doch jeweils im ersten Satz schon ausgestattet mit einer sehr edlen Technik auf der linken Hand, genau wie auf der rechten Hand. Also, ach so, die Vorfreude, wäre das Spiel am größten? Ja, absolut. Also, wenn man ein bisschen die internationalen Turniere verfolgt hat, heute leider, zumindest aus Zuschauersicht, aus dem Weg gegangen. Vielleicht auch eher untypisch mit seinem, ja, vielleicht seinem Kronprinzen, vielleicht seinem Nachfolger, dass wir das hier nicht sehen, auch etwas länger über den Satz behalten, diese 2-0-Führung. Ein kleiner Vorsprung für Dago Jogic mit 4-1 kann er sich absetzen. Zukunft hier. Dennoch etwas überraschend, dass es kürzen konnte. Dazu beigetragen, den Titel nach Düsseldorf zu nehmen und den ersten FC Saarbrücken Tischtennis damals eine Niederlage auch diesmal so sein wird. Ähnlich spannende Spiele jetzt erlebt. Es wäre sicherlich gut, wenn wir jetzt hier mal einen Satz Ausgleich sehen würden. Und da ist der Ball. Zeigt sein Niveau, das er über Jahre hinweg schon sich hält. Ne? Absolut. Mit dem halblangen Aufschlag, Ball mit dem Vor- und Topspin und dem Ausblocken in die tiefe Vorhand. Wegweisenden Schritt zu gehen. Absolut. Auch psychologisch insbesondere. Langer Ball wechselt ganz, ganz stark auf beiden Seiten. Auch jetzt wieder ein langer Ballwechsel. Diesmal Ball im Vorteil, aber... Ah! Toller Ballwechsel. Jetzt erleben wir Tischtennis auf Weltklasse-Niveau. Tolle Ballwechsel, das in der Situation Wahnsinn. Hier gewinnen. Ins Finale einziehen, absolut. Das heißt, es ist jetzt eine entscheidende Phase. 12-11 Führung für Timo Boll, der auch aktiv das Ganze angeht. In dem Fall wieder das bessere Ende für Timo Boll. Zu Beginn des Satzes muss er natürlich jetzt am Ball bleiben, wie man so schön sagt. Darf nicht. Es wird natürlich immer versucht, beim Tischtennis die Aufschläge so tief oder so flach. Stattdessen 7-4 und Aufschlag Jogic. Schnell wieder vergeben, macht das Ganze spannend, finde ich. Ja, absolut, klar. Fußball, wir haben es schön gesehen, beim FCB zurückzukehren, das 8-8 den Ausgleich erzielen. Jetzt sehr entscheidender Ballwechsel. Ja, jetzt auch wieder zwei Satzbälle und eigener Aufschlag. Kann er sie dieses Mal nutzen? Passiver Rückschlag von Boll. Ja, geht in der Halbdistanz in die tiefe Vorhand. Boll bewegt sich gut und macht den Punkt. Aufschlag wird er jetzt wählen. Versucht er selber aggressiver zu werden. Ein gleicher Aufschlag, bisschen besser von der Platzierung. Im fünften Satz auch, das konnte er mit 11-3 direkt für sich entscheiden. Das heißt, es ist natürlich jetzt an Dago Jogic von Anfang an hier zu sein und die ziehen. In dem Fall 4. Fall. So muss ein Schützling am Tisch
ohne seine Unterstützung. Ein sehr wichtiger Punkt. Ja, das macht er auch so. Nimmt auf 9-7 davon zieht. Guter Rückschlag, er kann eröffnen, aber Boll ist da, übernimmt. Vor allem wieder übernimmt. Der offene Ballwechsel. Und der Punkt für Jörg. Was macht er? Gleicher Aufschlag. Und da ist der Rückhandflip-Ball mit dem Fehler und 11-9 im fünften Satz. Die Halle tobt. Wahnsinnsspiel von Darko Jorgic. Im Hinspiel hatte Polanski schon einen fünften Satz erreicht gegen Timo Boll. Dass es Darko Jorgic tatsächlich schafft, hier